Ihr Lieben, herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Bewohnerfrei-Podcast. Wie schön, dass du heute wieder da bist und danke, dass du uns jede Woche deine Treue hältst. Und wir haben heute wieder eine ganz, ganz, ganz spannende Interviewpartnerin. Und das Thema, worüber wir heute sprechen, wird sehr, sehr viele betreffen und besonders viele werden da irgendwann in ihrem Leben drüber stolpern, im ganzen Wahn gut auszusehen, perfekt auszusehen, im Social Media alles richtig zu machen, was ja gar nicht geht. Aber jetzt kommt erstmal die offizielle Anmoderation. Heute sprechen wir mit Jackie Freitag. Ich folge ihr bei Instagram und habe gefragt, ich möchte dich unbedingt interviewen, sage ich schon, interviewen. Nachdem mein heutiger Gast ihr halbes Leben lang den Weg des Kampfes gegangen ist und unter anderem 13 Jahre lang unter allen verschiedenen Essstörungen litt und schließlich als Bikini-Athletin auf der Bühne gelandet ist, das ist übrigens ein krasses Bild, das habe ich mir gestern nochmal angeguckt, krass, durfte sie endlich aufwachen, um zu erkennen, was eigentlich in ihr ruft und gehört werden möchte. Dieser Weg hat sie zu einer tiefen inneren Reise gebracht, um in den Tiefen ihrer Seele sich selbst begegnen zu dürfen. Dabei erkannte sie dann, dass sie mehr als ein Körper ist und heute geht sie ihren inneren Weg und ist sehr dankbar, auch anderen Frauen dabei helfen zu dürfen, die Identifikation mit dem perfekten Körper endlich loszulassen. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Also ich danke für die Einladung. Du, ich habe mir gestern tatsächlich dieses Bild angeguckt, gestern Abend. Also ich mache das immer so, einen Abend, bevor ich dann Interviews habe, schaue ich mir die Profile an, gehe nochmal auf YouTube, gucke, was mich begeistert hat an der Person. Und da bin ich tatsächlich bei diesem Bild nochmal hängen geblieben. Das würde ich auch in die Shownotes hier mal reinnehmen, einfach um zu sehen, Wahnsinn, was sich da auch jetzt in dir verwandelt hat. Also du siehst anders aus jetzt, du wirkst anders, du strahlst. Und magst du uns trotzdem einmal, und das ist immer schwer, wenn man es beschreibt, aber ich habe dort eine Frau gesehen, die ja mit jeder Faser den Körper gestählt hat, sonderlich glücklich sahst du nicht aus, um ehrlich zu sein, auf dem Bild. Kannst du uns einmal wollen wir in der Situation mal anfangen? Wer warst du damals? Ja, also wenn ich mir selber die Bilder eigentlich anschaue, dann ist es für mich eigentlich so, als wenn ich mir eine andere Person angucke. Weil bei mir ist ja das ganze Thema, sag ich mal, von dem Kampf gegen meinen eigenen Körper, das war ja nur das Ende sozusagen, den Kampf gegen meinen Körper in Form von Bodybuilding. Und hier jetzt wirklich alles rauszuholen, was irgendwie geht. Und mein ganzes Leben war eigentlich sehr, sehr stark auf Kontrolle ausgelegt. Also ich war sehr, sehr hart zu mir selber. Es gab eigentlich keine Form wirklich von, was möchte ich, was fühle ich, was ist eigentlich in mir, was sind meine Bedürfnisse, sondern es ging wirklich einfach nur schneller, weiter, nach vorne und was muss ich tun? Mein ganzes Leben bestand eigentlich aus Muss, Plänen, Zwängen und ganz, ganz viel Kontrolle. Und wenn du jetzt auf dieses Bild du bist das ja da auf der Bühne, aber wir reden ja, wenn man das jetzt so wahrnimmt, wenn ich dich so wahrnehme, du hast gerade selber gesagt, ne, das ist ja, als wäre es jemand anders. Wenn du da jetzt in diese Bühne nochmal reinzoomst, wie du da stehst, gab es da irgendwann den Moment, krass, ich habe das jetzt alles gemacht und irgendwie fühle ich mich aber immer noch nicht genug? Also ich Ja. meine, das ist ja, mehr kann man ja wahrscheinlich aus dem eigenen Körper gar nicht rausholen, als auf so einem Bild. Ja, also dass das Ganze irgendwo eine Illusion ist, dass wir wirklich denken, okay, wenn ich den perfekten Körper erreiche, dann bin ich doch glücklich und dann habe ich mein Ziel erreicht. Das fühlt man tatsächlich auf dem Weg relativ oft. Na, man erreicht dann eigentlich das Ziel, egal ob man jetzt gerade schlank ist oder total definiert und man denkt so, ja, wo ist denn jetzt dieser Moment und dieser Tag, wo ich dachte, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich doch glücklich. Was machst du damit? Entweder hast du die Möglichkeit, wirklich ehrlich zu dir zu sein und zu sagen, okay, ich habe mich eigentlich selbst belogen, oder aber du suchst einfach weiter. Na, okay, vielleicht ist es doch noch nicht perfekt. Ja, vielleicht kann ich hier noch ein bisschen mehr den Bauch definieren oder noch ein bisschen mehr da abnehmen und du setzt dir dann einfach so dieses neue Ziel und wo du dich wieder dran festhältst. Aber in meinem Inneren habe ich ganz, ganz häufig gefühlt, irgendwie lebe ich hier eine Lüge und irgendwie, ich kämpfe jetzt schon so ewig, aber warum kommt denn der Tag nicht, wo ich jetzt wirklich zufrieden mit mir bin? Was hast du denn mit dieser Stimme gemacht damals, die gesagt hat, irgendwie ist das hier nicht richtig? Ja, erstmal sehr, sehr viel verdrängt, ne? Und gedacht, okay, dann gebe ich halt noch nicht genug. Na, dann muss ich halt noch mal
mehr auf Kohlenhydrate verzichten oder noch mal mehr trainieren und ich kann doch noch perfekter aussehen. Und klar, dann nimmt man sich auf Social Media super viele Vorbilder, denen man dann nacheifert und dann schaut man sich an, okay, da ist das aber noch besser und so. Und wenn ich das erreiche, ja, dann muss ich eigentlich zufrieden sein. Gefährlicher Trend, ne? Ich sage immer auf meinen großen Seminaren, wenn du dich mal richtig beschissen fühlen willst, dann schau dir perfekte Role Models auf Instagram an. Oder kauf dir für Frauen, keine Ahnung, wie heißt die noch? Cosmopolitan, ne? Ich würde hätte schon fast Coupé gesagt. Das ist wieder was anderes. Oder für Jungs halt die Fit for Fun. Das ist übrigens auch ein Männerproblem, ne? Das ist nicht nur für Frauen. Wir reden da immer nur bei Frauen von, aber. Absolut, also. Das ist ja so dieses ganze Thema Schönheitsideal, eigentlich einen Halt, den wir uns da aufbauen. Ne? Also das geht natürlich in beide Geschlechter rein. Ich habe ja auch lange als Personal Trainerin gearbeitet. Das heißt, da habe ich sehr, sehr viele Männer trainiert und das Thema ist im Prinzip das Gleiche. Also mein eigener Selbstwert ist irgendwie nicht vorhanden. Keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Okay, dann stehle ich halt meinen Körper. Und hast du zu der damaligen Zeit, also du hast ja gerade schon sehr ehrlich gesagt, was du mit der Stimme gemacht hast, die ja da war. Ich kann mir vorstellen, dass der Moment, wenn es dann so ist und du hast dieses Bild und gewinnst da was und Leute gucken dich an, das stelle ich mir als extremst ernüchternd vor. Weil dann kommt ja bei vielen, geht die Spirale ja erst richtig los. Entweder lassen sich operieren, nehmen Drogen, um diese Kicks weiter, also die Spirale geht ja immer weiter. Wie hast du die denn unterbrochen? Und dann stelle ich dir im Nachgang natürlich die Frage, warum kam es überhaupt dazu? Aber ich fand es spannend, mit diesem Bild anzufangen. Wann kam die absolute Ernüchterung? Bei mir war das tatsächlich so ein Klickmoment, so ein Aha-Moment. Ich hatte die Ernüchterung definitiv auch auf der Bühne. Also das war dann damals auch mein erster Wettkampf und ich habe mich direkt qualifiziert dann für die deutsche Meisterschaft. Und ich stand da oben auf der Bühne und du kämpfst wirklich Monate. Na, also du isst nichts mehr, du hast keine Kraft mehr, du hast auch keine Lebensfreude oder so. Du bist eigentlich ein toter Mensch. Und dann stehst du da oben und dann bekommst du diesen Pokal und du denkst dir, dafür habe ich das jetzt gemacht. Also diese Ernüchterung, die hatte ich öfter, aber dieser Klickmoment, der kam erst sehr, sehr viel später. Und der Klickmoment, der kam bei mir auch erst, als ich über eine andere Art sozusagen es geschafft habe, mich ein bisschen rauszunehmen. Mhm. Bei mir war das damals, ich habe halt auch mein ganzes Leben natürlich auf das Thema Fitness aufgebaut. Ja, das heißt, ich war als Fitness-Influencer unterwegs, ich habe mit Firmen zusammengearbeitet, ich habe damals eine eigene Sportklamotten-Kollektion entwickelt und damals war ich auf der FIBO damit, also ich hatte einen eigenen Stand da und ja, ich habe... Hab nichts anderes, mit anderen Worten. Ja, also alles, auch mein ganzes Umfeld, jeder, also alles hatte mit Fitness zu tun. Mhm. Und ich hatte dann damals dadurch, dass ich ein Stück Distanz darauf zu dem perfektionierenden Körper FIBO im Prinzip aufbauen konnte, dadurch, dass ich mit der ganzen Vorbereitung beschäftigt war und so ein bisschen dadurch nicht die Kraft hatte, auch dauerhaft, weil du bist wirklich völlig am Ende, meinen Körper eigentlich zu definieren, diese FIBO-Diät zu machen, die man da früher gemacht hat. Dadurch stand ich, wie ich damals an meinem Stand, habe ein Stück weit Distanz darauf geworfen und ich hatte damals auch einen Geschäftspartner, der immer wieder gesagt hat, so, Jackie, ist das alles so normal? Und ich habe am Anfang gedacht, so, ach, das sagst du doch nur, weil du es selber nicht hinkriegst. Also man ist auch, man hat auch so eine Brille auf. Geht dann auch schnell, ne? Andere dann zu diffamieren, ja. Ja. Du fühlst dich so ein bisschen erhaben, so, du hast es verstanden. Ja, und dann hatte ich aber diesen Moment, das war ein ganz, ganz starker Klickmoment, da stand ich an diesem Stand und habe mich umgeguckt und habe die ganzen Menschen gesehen, braun angemalt, vor meinem Stand am Posen. Und da hatte ich diesen Moment, wo ich dachte so, wow, hier sind so viele traurige Seelen eigentlich. Braun angemalt im Sinne von so angesprüht, meinst du? Ja, ja, genau. Also du hast auf der Phoebe auch immer nochmal so extra Stände, die malen dich dann an, damit du in deinen Bikinis und deine Muskeln, dass man die einfach nochmal besser sieht. Ne? Und gerade FIBO ist halt, ich meine, ich kannte dadurch auch sehr, sehr viel aus der Influencer-Szene, kannte die Themen von den Personen, aber es wird halt alles überspielt und es geht nur um, schau mal, wie gut ich aussehe. Und ja, das war bei mir ein ganz, ganz starker Klickmoment damals. Und um nochmal in den Moment selbst zu gehen, es gibt ja dann zwei Möglichkeiten. Entweder du ignorierst das, was ja viele über Jahre, Jahrzehnte tun, um dann irgendwann am Ende des Lebens zu merken, ach du liebe Zeit, ich bin immer noch nicht glücklich.
oder man ändert was oder du änderst was. Ich kann mir das nur vorstellen, dass das ja auch eine Art, nein, nicht nur Identität, sondern du warst ja auch so ein bisschen süchtig nach der ganzen Nummer. Wie drehst du das dann? Weil der Druck ja trotzdem da ist, vor allem von außen. Oder ich sage es mal anders, die kennen dich ja nur so. Ja. Tatsächlich war ja auch alles, auch beruflich und so weiter, bei mir aufgebaut. Ne? Auch dieses Thema, mein Umfeld, wie gesagt, alles bestand bei mir eigentlich aus diesem Thema. Und ich stand wirklich vor dieser Frage und die hat natürlich unfassbar viel Angst gemacht. Entweder höre ich da jetzt mal tiefer rein und stehe eigentlich an dieser Weggabelung und gehe jetzt entweder nach rechts oder weiter nach links. Gehe ich nach links, weiß ich, dass ich mich eigentlich die ganze Zeit selber belüge und eigentlich von mir selber wegrenne. Oder ich sage wirklich so, es ist mir egal, was jetzt um mich herum passiert. Ich vertraue darauf, dass die Stimme, die gerade in mir ruft, dass die mir den Weg weist. Mhm. Und das war eine ganz, ganz schwierige Entscheidung schon, aber gleichermaßen irgendwie so deutlich und klar, dass es keinen anderen Weg mehr geben kann. War da jemand, wo du hingehen konntest? Also absolut gar nicht. Also ich habe mich, das ist nämlich auch ein ganz, ganz großer Punkt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt niemanden, wo ich dachte, okay, wenn ich das jetzt erkläre, da bekomme ich hilfreiche Tipps oder Stärkung oder sonst was, sondern du fühlst dich halt auch komplett in dem Moment alleine auf der Welt. Mhm. Und irgendwie, du hast diesen, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche. Jemand, der komplett in der Öffentlichkeit steht, der hofiert wird, wo andere Bilder machen mit dir. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message an viele Menschen. Fühlt sich alleine. Das ist ja dieses Paradoxon, was von so vielen Stars auch dann gesagt wird. Ne? Im Hotelzimmer bin ich plötzlich alleine. Okay, dann halt Whisky, Rotwein, um nicht nachdenken zu müssen. Ne? Krasser ja. Satz. Obwohl du ja nie alleine warst, wie du sagst. Also da waren ja immer Leute. Ja, aber das ist ja auch ein riesengroßer Irrglaube, ne? Dass man irgendwie denkt, so, das will ich erreichen, wieder dann geht es mir gut. Dir geht es niemals gut. Egal, was du im Außen erreichst oder wie viele Menschen um dich herum hast, wenn du innerlich nicht voll bist. Das weißt du jetzt, ja. Das weißt du jetzt. Was hättest du denn der an dem FIBO-Stand gerne in dem Moment gesagt? Also wenn du fliegen könntest, Zeitreise, was hättest du ihr gesagt? Ja, dass wenn man dem eigenen Gefühl wirklich hört, wenn man Kontrolle loslässt, anstatt versucht, irgendwie mit aller Kraft und aller Macht etwas zu erreichen, was einfach gar nicht mit deinem Gefühl übereinstimmt, sondern immer nur in einem Kampf irgendwie endet. Wenn du das loslässt und stattdessen beginnst, wirklich reinzufühlen, dann kann gar nichts passieren. Dann eigentlich bist du erst auf deinem richtigen Weg. Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, bei dem ganz viele vor ganz vielen Ängsten stehen und denken, okay, ich habe mir doch jetzt hier so viel aufgebaut und ich habe da doch so viel für gekämpft, aber ich kann das doch jetzt nicht einfach wieder loslassen. Doch, wenn da etwas anderes ist, was in dir ruft, was eigentlich die Wahrheit ist, ich glaube, wenn du wirklich anfängst, dem zu vertrauen und dem nachzugehen, dann kann überhaupt nichts passieren. Dann bist du eigentlich erst richtig auf deinem Weg. Haben andere dich für verrückt erklärt oder haben die gesagt, auch toll, eigentlich sollte ich da auch mal hingucken? Weil das ist das ja das nächste. Klingt jetzt, als wäre es voller Probleme, aber das ist das nächste große Problem, was, wenn das Umfeld in der alten Welt steckt, die ziehen einen ja oder versuchen einen wieder dahin zu ziehen, oder? Absolut. Also da kommen natürlich viele Punkte zusammen. Zum einen muss man dazu sagen, ich habe, bevor ich meine Fitnesskarriere angefangen habe, habe ich schon mein Studium abgebrochen. Und da waren meine Eltern auch schon so, um Gottes Willen. Na, dann kommt der nächste Punkt, wo ich sage, okay, ich habe mich irgendwie selber verarscht und ich habe damals wirklich mit namhaften Firmen zusammengearbeitet. Ich habe gutes Geld damit verdient. Ich habe damals auch ohne jetzt Namen nennen zu wollen, aber im Fernsehen schon Projekte gehabt, wo ich eine Entscheidung treffen musste, okay, entweder gehe ich jetzt wirklich in die Fernsehwelt mit rein oder aber ich sage bei allem Nein und ich gehe einen neuen Weg. Und natürlich, da kommt ganz, ganz viel Freunde, Familie. Jackie, zieh das doch einfach noch ein bisschen durch, du kannst doch dann immer noch machen. Also ganz, ganz viel Druck. Wenn wir ehrlich sind, sagen sie auch noch, zieh es auch für mich ein bisschen durch. Ne? Also die sind ja auch mit in dem Kosmos drin. Absolut. Ja. Da ist natürlich auch gerade Eltern und so ganz viel Identifikation. Was macht mein Kind? Und oh Gott, ich kann doch jetzt nicht sagen, die hat schon wieder alles hingeschmissen sozusagen. Aber da kam ganz, ganz viel Unverständnis. Und zum anderen aber natürlich auch aus der ganzen Fitnessszene. Ne? Also wenn du da...
Du hast Ja, mit ganz ist ja vielen eigentlich Leuten. auch eine Kritik, ne? Also in dem Moment. Klar, und die wollen das natürlich auch nicht hören. Ne, weil wenn die mir zuhören würden, dann würden die sich reflektieren müssen. Ja, und da kommt natürlich, da kam eigentlich nur Gegenwind. Aber du hast es trotzdem durchgezogen. Ich habe es trotzdem durchgezogen, ja. Und mein einziger Halt, sage ich mal, in dem Moment war wirklich meine innere Stimme. Also alles von mir zu versuchen abzuschotten und einfach nur in mich sozusagen reinzugehen und zu beginnen, da Antworten zu finden. Und völlig egal, was um mich herum ist und was da für Stimmen sind und Tipps oder sonst was. Das ist ja der Weg des Hinguckens, ist ja da nochmal richtig anstrengend. Hast du für dich eine Methode gefunden? Keine Ahnung, Meditation, Qigong, Kloster? Oder wie hast du es geschafft, hinzugucken? Weil der Alltag ist ja, bleibt ja. Ja, also ich muss dazu sagen, ich hatte halt damals den großen Vorteil, dass ich nicht in einem festen Job drin war. Das heißt, durch das Personal Training, was ich erstmal auch eine Weile so weitergemacht habe, ohne jetzt krasse Transformationen anzubieten, sondern einfach auf Fitness gegangen bin, also Leute fit zu machen, habe ich mir meinen Alltag schon sehr viel einteilen können, so wie ich es brauche. Das heißt, ich habe wirklich das Nötigste gemacht und dann bin ich tatsächlich sehr viel in Isolation gegangen. Habe wirklich, war ganz, ganz viel alleine, war ganz, ganz viel mit meinen Büchern beschäftigt, mit Schreiben, mit Meditieren, mit Journalen, bin in die Tiefenpsychologie eingestiegen. Ja, alles. Machst du ja bis heute mit dem Journal, ne? Das schreibst du ja auch viel drüber in deinen Posts, was das mit dir macht und dass dieser Prozess vor allem nie abgeschlossen ist, ne? Das ist ja auch das. Also dieses Ding mit der Bühne, ich stehe da jetzt, kriege einen Pokal, das gibt es ja auf diesem Weg gar nicht. Es gibt kein Ankommen und es gibt auch keine Leistungserkennung, sondern es geht dann eben nur um dich, ne? Ja, und das ist aber eigentlich auch das Schöne. Ne? Ich sage immer so, wir reiten dann irgendwie auf der Welle, ne? Und des Lebens. Und da kommen wir mit so vielen neuen Dingen nochmal in Kontakt, die wir vielleicht davor nicht gesehen haben oder neuen Herausforderungen oder neuen Gefühlen oder irgendwas Altem auch irgendwie aus der Kindheit, was dann nochmal aufploppt oder so. Aber das ist ja auch was Schönes, wenn wir erstmal verstehen so, hey, das gehört alles dazu, aber ich darf aufhören zu kämpfen. Und das Warum, wie es eigentlich vorher dazu kommen konnte, ich glaube, das ist ja der Punkt, wo viele Menschen irgendwo dann überhaupt an dieser Weggabelung stehen, ne? Körper stählen, ins Außen gehen, ob das dicke Auto ist oder was auch immer, nichts gegen dicke Autos, auch nichts gegen schöne Körper, aber wann kam es durch was zu diesem Punkt oder vor allem warum, dass du überhaupt auf der Bühne damals da gelandet bist? Ja, also bei mir ging das ganze Thema ja 13 Jahre insgesamt. Das heißt, bei mir fing das schon an mit 10. Damals, ja, aber damals halt noch nicht im Fitnessbereich, sondern erstmal in Diäten. Ne, also mit 10 Jahren Diät. Ja, also ich habe, das Schöne ist, dieses Journalen sah zwar früher bei mir noch ein bisschen anders aus. Ich habe Tagebuch geschrieben, aber ich habe Tagebücher noch, wo ich 10 war, wo ich wirklich schreibe, okay, morgen muss ich aber disziplinierter sein. Morgen werde ich nichts Süßes essen. Morgen gehe ich vorm Frühstück noch mal eine Runde laufen. Und, mit 10, da bist du ja ein Kind. Ja, ich musste halt sehr früh Verantwortung übernehmen. Deswegen habe ich habe auch mit 9 schon alle meine Spielsachen aus dem Zimmer geräumt und bin da eigentlich schon in den Kampf reingegangen, ne, und dachte so, okay, ich muss jetzt hier irgendwie was reißen. Eigentlich familiär war ich sehr viel mit Kontrollverlusten einfach konfrontiert und die Diät war für mich eine Chance, Kontrolle aufzubauen. So, also egal was für mich geschiedene Eltern und schwieriges Elternhaus oder warum musstest du so viel Kontrolle? Also beides. Ne? Erst war es das schwierige Elternhaus, sehr, sehr viel, ich nenne es mal Disharmonie, was bei uns zu Hause passiert ist. Und das ist dann noch übergegangen in, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich dann aber schon 13. Da ist es dann so langsam in andere Essstörungen übergegangen. Also es war so ein Verlauf. Aber die Disharmonie hast du jetzt rückblickend ausgeglichen durch Kontrolle aufbauen. Genau, ja. Verstanden. Weil ich konnte in meinem Umfeld nichts verändern. Klar. Als Kind denkst du immer so, wenn ich ganz lieb bin, vielleicht ist dann Papa oder Mama auch lieber, aber eigentlich nicht. Das hat ja nichts mit mir zu tun. Das sind ja deren Themen. Und du versuchst die ganze Zeit, es ändert sich nichts. Und irgendwann bist du in so einem Kontrollverlust, eigentlich in so einer Ohnmachtssituation, dass du dir überlegst, okay, wie gehe ich jetzt damit um?
ne, viele leider jetzt auch schon junge Leute, das war bei mir auch, glaube ich, noch ein bisschen anders, zumindest in meiner Bubble, aber die fangen dann ja auch schon tatsächlich an mit Alkohol, mit Drogen und so weiter. Ich habe für mich halt einfach den Weg Diät gewählt. Was ja auch eine Droge sein kann, ne? Das muss man ja auch sagen. Ja, es ist eigentlich alles so ein bisschen das Gleiche, nur mit einer anderen Maske. Was hättest du dir denn damals gewünscht, also als Neunjährige, die das Zimmer aufräumt? Also unabhängig davon, dass sich deine Eltern für das Kind natürlich nicht hätte trennen sollen, aber was wäre möglich gewesen? Also hast du da mal drüber nachgedacht? Eine Oma, die dich mal in den Arm nimmt, oder was hätte helfen können? Ich glaube, viel Kommunikation auch. Also ich habe mir ja selber irgendwo die Schuld gegeben, was du als Kind halt sehr, sehr gerne machst. Ich glaube, eine offene Kommunikation, wenn unsere Bezugspersonen grundsätzlich reflektierter sind, auch verstehen, okay, wenn ich so handle, dann passiert das und hier bei der Person. Ich glaube, das wäre sowieso die Grundlage für alles. Also ich sage immer, es müsste eigentlich so einen Elternführerschein geben. Ja, sage ich auch immer, ja. Ja, dass irgendwie man schon ein Stück weit reflektiert ist, dass man weiß, okay, ich handle so, aber es trifft gerade eine andere Person und ich gehe wenigstens in die offene Kommunikation und sage, hey, Kind, das hat gar nichts mit dir gerade zu tun, das ist Mamas oder Papas Thema. Ich glaube, das hätte schon viel verändert. Verstanden. Und hat jemand das bemerkt damals? Also ich meine, wenn eine Neunjährige Spielsachen weggibt, das hat ja noch nichts mit Pubertät zu tun. Das kommt ja später. Und auch, dass eine Zehnjährige rennen geht. Also das, ich meine, ich habe ja selber zwei Kinder. Die muss man ja eigentlich zum Sport noch motivieren in dem Alter. Ne? Jetzt wieder Leichtathletik, mein Schatz, heute ist Ballett. Ne? Wie das dann so ist, ist ja eigentlich sehr untypisch, dass ein Kind dann morgens rennen geht. Hat das irgendjemand gemerkt? Ja, das schon. Aber das war toll für mich, weil ich habe plötzlich ganz viel Aufmerksamkeit bekommen. Na, also Mama und Papa haben dann gesagt so, du hast aber doch jetzt nichts gegessen und warst du schon wieder laufen? Stell dich doch mal bitte auf die Waage. Du hast aber doch jetzt viel abgenommen. Na, also es kommt dadurch dann viel Aufmerksamkeit und das ist das nächste Problem. Na, weil du, auch wenn ich das damals nicht wusste, aber unterbewusst habe ich abgespeichert, okay, wenn ich das mache, dann bekomme ich Aufmerksamkeit. Ja. / Liebe, ne? Richtig, ja. Und das kann ich mir dann vorstellen wie so eine Spirale, die dann einfach weiter dreht. Ja, also diese extreme Kontrolle, die ist dann sehr, sehr stark geworden, bis hin, dass ich halt nichts mehr gegessen habe, dass ich meine Eltern belogen habe, gesagt habe, ich habe in der Schule schon gegessen oder bei Freunden gegessen. Ich habe wirklich sehr schnell da abgenommen. Man muss dazu sagen, ich war halt auch ein bisschen pummeliger, sag ich mal, weil flauschig. Flauschig. Finde ich, ist der schönste Begriff, oder? Flauschig. Ja, dadurch, dass wir in der Familie einfach jetzt keine gute Ernährung genossen haben oder das gab es halt einfach bei uns nicht, auch das Bewusstsein dafür. Das heißt, ich habe sehr schnell abgenommen. Dann war es so, dass meine Eltern sich getrennt haben, da war ich 13. So, und da habe ich auch eine sehr, sehr schwierige Zeit durchgemacht, weswegen ich die Kontrolle nicht mehr bewahren konnte. Das heißt, in gewissen Punkten war ich in so einem tiefen Loch drin, mein Nervensystem so hochgefahren, dass ich etwas brauchte, was es reguliert hat. Und da ging es dann los mit den ersten Fressanfällen. Und hat sich dann immer mehr vertieft. Das Thema wurde immer stärker. Dann gab es mal wieder Phasen. Polemisch dann geworden, oder? Auch. Ja, also eigentlich habe ich so jede Phase von Essstörungen durch, die man so durchmachen kann. Mhm. Und da sieht man dann auch den Verlauf. Ne? Also was ich auch nochmal super wichtig finde, gerade wenn wir uns nochmal die Social-Media-Welt angucken, da sind ganz, ganz häufig Frauen, die sagen, hey, ich habe eine Essstörung gehabt, jetzt hat mich der Sport gerettet. Nein, es ist einfach nur eine andere Form der Essstörung. Das kann gerne mal so überfließen, ne? Von Kontrolle zum Kontrollverlust, Fressanfälle, Binge-Eating, Bulimie, Fitnesswahn. Mhm. Aber alles ist eine gestörte Form von Essstörung. Also ein gestörtes Essverhalten. Ja, und ich kann mir nur vorstellen, dass in der Zeit warst du mit Sicherheit auch nicht so einfach, überhaupt an dich ranzukommen. Ne? Also wenn man in so einem Wahn ist, wie du es beschreibst, ich glaube, das ist gar nicht schwer, gar nicht so leicht, dann mit jemandem in der Zeit wie dir überhaupt ja, Kontakt, Beziehungen aufzubauen. Wenn es dann nur noch
in dir um was anderes geht, oder? Wie war das? Ja, also grundsätzlich, ich würde sowieso sagen, ich habe, auch da habe ich verschiedene Formen aufgebaut. Ich habe definitiv mein Herz verschlossen, dadurch, dass ich es halt selber auch nicht mehr sehen wollte. Du kannst emotional sowieso nicht wirklich an mich ran. Ich ja auch an mir selber nicht. Ich habe auch verschiedene Formen der Dissoziation sogar aufgebaut. Das heißt, in schlimmen Situationen habe ich auch bis gar nichts mehr gefühlt, habe Leute einfach von mir weggestoßen. Du kamst sowieso immer nur bis zum gewissen Teil an mich ran. Und wenn, dann musstest du dich halt schon mir komplett anpassen. Na, also wenn du jetzt irgendwie versuchst, dagegen zu reden, war bei mir schon dicht. Wer kam dran? Gab es denn Menschen? Nicht wirklich. Also ich hatte natürlich zu der Zeit auch immer mal wieder eine Beziehung, so gerade der erste längere Freund und so weiter, aber nicht in dem Maße, was eigentlich, was es eigentlich bedeutet, an jemanden ranzukommen. Und im Ranking, was wäre damals wichtiger gewesen? Körper abnehmen, Wahn oder der Freund? Abnehmen, Wahn. Da hätte mir niemand. Interessant, niemand, ne? Rückblickend. Ja, total. Also auch heute paar lustige Sachen teilweise, eigentlich schon, wenn man drüber nachdenkt. Ich war halt damals auch in Beziehungen. Mein Ex-Freund hat mir zum Beispiel damals einfach, ich habe immer diese Omelette gegessen, Omelette ohne Eigelb, und da war wirklich so ein Tropfen Eigelb mal drin, dann war ich wirklich angefressen. Ne? Also ich war wirklich, wie man nicht respektieren kann sozusagen, dass mir das wichtig ist. Hm. Und hättest du mir da reingeredet, ein Angriff war das für dich, ne? Dieser, ja, Tropfen Eigelb, ja, Wahnsinn, im Rückspiegel Wahnsinn. Ja. In dem Moment halt, und das muss man sagen, davon gibt es in verschiedensten Formen Millionen von Menschen, in dem Moment halt leider nackte Realität, ne? Absolut, ja. Der Schritt dann, damit haben wir ja vorhin das Interview begonnen, diese Spindel, die weiter nach oben geht, bis zu der Frau, die dann da stand, du hast vorhin selber gesagt, orange angemalt, bist ja auch auf diesem Bild, so die 2 Tage davor. Ist dann gar nichts mehr essen? Wie ist das? Ja, es ist tatsächlich noch heftiger als gar nichts mehr essen. Du trinkst halt auch nichts mehr. Ne, also ich hatte zum Schluss noch so, ja, 300 Kalorien, 300 bis 400 Kalorien ungefähr, die du gegessen hast, was aber auch nur in Form von... Ein Tic-Tac. Um Gottes Willen, sowas darfst du nicht essen. Gottes Willen. Eher so Brokkoli-mäßig oder trockene Pute oder sowas. Und dann fängst du an, am vorletzten Tag trinkst du schon fast gar nichts mehr und am Tag davor darfst du gar nichts trinken. Und hast Kopfschmerzen ohne Ende und dir tut alles weh? Oder, ja, oder fühlst du gar nichts mehr? Doch, du fühlst viel. Also es ist eine Mischung aus du selber, also ich sag mal, emotional bist du in einer Art Nebel drin, würde ich es mal betiteln, aber körperlich fühlst du viel. Also deinem Körper geht sehr, 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 sehr schlecht. Ich konnte zum Beispiel meine Zehe nicht mehr bewegen, weil wenn ich mir zum Beispiel eine Hose angezogen habe und meine Zehe dann bewegt habe, dann sind die stehen geblieben, weil alles verkrampft ist. Ja, also das war, dann musstest du die wirklich so runterdrücken und sehr, 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 sehr unangenehm, ja. Und dieses mit dem Nebel finde ich so spannend, dass du das beschreibst, weil in dem Moment hätten ja jetzt in der Jackie von heute alle Alarmglocken angehen müssen. Es gibt ja auch Leute, das habe ich übrigens dann auch gestern noch gelesen, die auch sterben an sowas, ne? Da redet halt nur keiner drüber. Ja, also generell jetzt Thema Fitness sowieso. Bulimie sowieso, Magersucht sowieso. Ne? Das ist eigentlich so ein wichtiges Thema, was viel, viel ernster genommen werden sollte. Und gerade das Thema Fitness wird ja so super schön verherrlicht. Ne? Aber ja, es ist auch lebensgefährlich. Hm. Wobei, wo du das so sagst, ist schon spannend. Ne? Also das Erste, wenn ich jetzt, ich bin jetzt so Mitte 40, ne, habe ich so das erste kleine Röllchen, da denke ich mir, oh, gehe ich mal mehr auf den Stepper. Das ist ja das Erste, was wir assoziieren. Weniger Essen, mehr Sport. Der Schritt macht ja wahrscheinlich sogar Sinn. Aber das dann gesellschaftlich eben nicht in so einen Verherrlichungsmoment zu drängen, das ist der neue Gott, weil er ist jetzt dünn. Ne? Also, oder? Kann ich das so...
Ja, das Problem ist, dass wir in unserer Gesellschaft haben wir, sehen wir solche Menschen, die halt durchtrainiert sind, top aussehen und so weiter, sehen wir ja, ist ja, die sind ja unsere Vorbilder. Ja, und wir denken so, wow, der Mensch hat total viel Disziplin und reißt sich total am Riemen und so weiter. Und deswegen ist das für uns so, wir gucken hoch. Beim Thema Essstörungen in Form von Bulimie oder Magersucht, auf die gucken wir so ein bisschen runter und denken so, ah, die hat aber ihr Leben nicht im Griff. Dass es aber genau das Gleiche ist, das ist das Schwierige. Deswegen können wir uns so wunderschön in dem Fitnesswahn verstecken, weil wir dadurch noch so viel Anerkennung und Zuspruch bekommen. Hast du heute, also diese Reise ist jetzt auch schon ein bisschen länger, nochmal von der Dame auf der Bühne bis jetzt heute. Gibt es da heute Menschen aus der Szene, die dich anschreiben oder anrufen und sagen, Jackie, muss ich sagen, du hast durchgezogen und ich gehe jetzt so da die ersten Schritte? Trauen sich das Menschen, ist eigentlich die Frage. Ich würde sagen, in einem gewissen Maße. Also ich habe schon ein paar alte Bekannte, die aber auch natürlich in der Influencer-Szene unterwegs sind. Und da hast du halt immer dieses Problem. Ne, so, ich bin ja damit identifiziert und das ist mein Beruf, ich verdiene mein Geld damit und so weiter. Aber ja, ich habe auch schon mit welchen darüber gesprochen und die auch dahinschauen und versuchen, so ein bisschen neue Wege zu gehen und auch erkennen. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Ich meine, es gibt ja auch dann einige, ich habe dir vorhin von Mike Leon Grosch kurz erzählt, den ich vorher interviewt habe. Da kommt halt auch vom Universum die Karte, Herzinfarkt oder irgendwas Körperliches. Also, das kann doch bei anderen dann vielleicht auch so die Zündschnur sein, zu sagen, ich will gar nicht hingucken, aber ich muss jetzt, sonst ist hier Schicht. Ja, Oder wird das einfach verdrängt? ich würde sagen, dass das Schwierige an der Sache ist, je mehr du in dem ganzen Fitnesswahn und so weiter bist, also du bist ja sehr abgetrennt auch von deinen Gefühlen und sehr, sehr viel im Kopf. Das heißt, selbst wenn da häufig was passiert, wird es halt doch rein medizinisch irgendwie noch geklärt. Ich kenne viele, gerade im Fitnessbereich, die total Probleme haben, gerade was Frauen angeht, mit Zyklus und Ausbleiben von der Periode und. Aber es wird nicht so richtig dann dahin geguckt, leider, weil man so sehr verkopft noch ist, sondern dann wird halt geguckt, dann geht man zum Frauenarzt, lässt sich Hormone geben oder sonst was. Aber dieses Bewusstsein fehlt halt leider noch, wenn du mich. Natürlicher Umgang mit allem, ne? Ja. Ich habe mich in das Thema oder länger mit dem Thema beschäftigt, weil ich gut mit der Dr. Mareike Abe befreundet bin, ne? Die macht ja dieses Intuit, hat ja eine ähnliche Geschichte hinter dir auch. Und ich habe dadurch erst persönlich erfahren, wie groß dieses Thema ist. Weil jetzt kommt ja das Allerhärteste. Den meisten siehst du das ja im Alltag gar nicht an. Das ist ja nicht, also ich meine, da muss man auch mal drüber reden. Wahrscheinlich sogar denkst du auch, schön schlank ist sie, aber den Rest der Geschichte oder er kennt ja keiner, ne? Und dann kommt irgendwann dieser Moment, wo es dann eben, ja, wo dann die Blase platzt, oder? Ja, also du baust dir ja auch wie so eine zweite Identität auf. Na, also du zeigst ja auch etwas ganz anderes nach außen hin, als was eigentlich in dir ist. Na, und kommt jetzt auch so ein bisschen phasenmäßig wieder drauf an. Gehen wir mal in das Beispiel Bulimie rein. Mir hätte das halt auch niemals jemand angesehen. Ne, weil nach außen hin, auch da habe ich Warst du schon. gut? Bist du gut geworden, ne? Genau. Und das passiert ja alles auch heimlich. Machst du Sport, denken alle so, wow, cool. Aber es sieht ja niemand. Ne? Nee, Du zeigst vielleicht nicht ja auch dein. alleine, ne? Ja. Ja, einer meiner Mentoren sagt immer, wir haben drei Gesichter. Wir haben ein öffentliches Gesicht. Das ist dann das, was du dann nach außen auf einer Party zeigst oder bei einem Wettkampf. Dann haben wir ein privates Ich, das sieht wahrscheinlich dann Mama, Papa, Freund, also engstes Umfeld, beste Freunde. Und er sagt, was uns wirklich steuert, ist das Secret Life, ne? Also wie eine Marionette, die so ein Band dann hat, die dann eben brechen geht in deinem Fall oder in einem anderen Fall XY tut. Und dahin zu gucken, dafür ziehe ich echt den Hut, dass du das durchgezogen hast in eine Version heute, wo ich dich bei Instagram wahrnehme auf jemanden, als jemanden, der auch eben davor warnt, aber eben nicht plakativ, sondern Menschen einfach mitnimmst in deine heutige Art zu sein, zu essen, dass es eben auch eine andere Form gibt, ne, die eben nicht so verkrampft ist oder suchtmachend. Ja, ich sage immer, das sind wie so verschiedene Fundamente.
ne, davor, alles, was ich mit dem Thema Ernährung und Sport und alles aufgebaut hat, stand halt immer auf dem Fundament von Selbsthass. Und da obendrauf habe ich versucht, ja, irgendwie das Beste draus zu machen. Mhm. Wenn du dieses Fundament wirklich mal zusammenbrechen lässt und mal schaust, wie ist das hier eigentlich, warum habe ich dieses Fundament, wie ist das aufgebaut, und du baust dir so Step by Step ein neues Fundament auf, dann kannst du auf dem Fundament von Selbstliebe und Selbstfürsorge natürlich auch dich liebevoll um deinen Körper kümmern, und Sport ist und gute Ernährung ist ja was super Wertvolles, aber halt nicht mehr aus Selbsthass eigentlich heraus. Viele Menschen sagen ja auch, dass wenn ich, und nochmal, ich kann dich ja jetzt nur von dem Interview hier und von Instagram das sehen. Es ist ja auch vollkommen okay, mal einen schlechten Tag zu haben. Ne? Es ist ja vollkommen okay zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal in die Badewanne und ich will mal mit nichts was zu tun haben. Das ist ja, es ist einfach alles in Ordnung. Und ich glaube, da dürfen wir halt auch mal hinkommen. Das versuche ich halt auch in meiner Arbeit. Klar, wir machen Ballons und Konfetti und große Veranstaltungen, aber ich sage auch oft genug, ey Leute, ich brauche heute für mich, ich gehe ins Wohnmobil, mir geht es nicht so gut, dass das nicht so verglorifiziert wird, dass immer alles okay ist, weil es stimmt halt nicht. Ja, ist halt auch so ein Ding, ne? Bei uns wird das, es wird ja auch nicht gerne in der Gesellschaft gesehen, ne? Dass man halt einfach nicht gut drauf ist, dass man einfach mal ganz offen sagen kann, so, hey, mir geht es gerade nicht gut. Ich bin gerade auch mit dem Thema konfrontiert. Ich bin irgendwie getriggert. Ich habe gerade innere Themen. Ne? Das ist ja auch, frag mal in der Gesellschaft einfach, hey, wie geht's? Gut, und dir? Mhm. Ja, das ist, es ist einfach nicht gerne. Muss, sagen einige. Ne? Das ist noch schlimmer. Muss, ja. Genau. Um mal das Gehirn richtig negativ zu programmieren. Schlechten Menschen geht's immer gut. Ja, aber das unsere Sprache macht auch ganz viel, ne? Ja, aber so wirklich dieses, ich zeige dir einfach mal mein Herz und Themen, die gerade in mir los sind, ich bin gerade getriggert oder bin gerade damit konfrontiert, wenn das einfach auch wieder zu einem normalen Austausch werden würde, ne? So wie, es ist okay, dass hier Gefühle in mir sind, die jetzt gerade nicht total happy sind oder so, aber die gehören doch zu mir und die sind doch eigentlich da, damit irgendwie, weil irgendwas gehört werden möchte, ne? Dass wir mal diesen Druck rausnehmen, dass wir auch immer perfekt sein müssen. Ja. Ich hoffe, die Frage ist okay, weil ich weiß, es interessiert mich wirklich als Mensch. Bleibt die Beziehung zu Essen, wenn man so eine Historie hat wie du, immer ein Thema? Oder ist das, gehst du jetzt, also ich kann das ja, wenn ich da nicht selber drin, ich könnte jetzt was erzählen, wie man in einer Sekte mal gelebt hat, aber ist das, bleibt das Thema oder ist das irgendwann komplett weg? Mhm. Also kurz, du kannst mich eigentlich alles fragen. Ich bin heute sehr gerne sehr nackt, weil ich genau das ja mitteilen möchte. Ja. Es ist tatsächlich wirklich so, dass ich würde sagen, das Thema Essen hat heute viel weniger Relevanz bei mir als bei einem Durchschnittsbürger, würde ich sagen. Weil ich habe sehr, sehr, sehr viel mit all den Themen dahinter gearbeitet. Also auch Verknüpfungen zwischen Essen und Emotionen. Mhm. Ne, wann missbrauche ich eigentlich Essen? Für ganz andere Themen eigentlich. Was, ich fühle eine innere Leere und esse irgendwie was. Essen macht mich irgendwie glücklich. Also da habe ich sehr, sehr viel mit gearbeitet, dass Essen heute bei mir so sehr natürlich passiert. Ne, also, aber auch Genuss? Also du gönnst dir auch mal was dir wirklich schmeckt oder nur Brokkoli? Nein. Ich habe nichts gegen Brokkoli, bevor ich hier wieder irgendwelche Anfeindungen bekomme. Das ist nur ein Beispiel. Nein, also es ist natürlich auch mal zwischendurch so, dass man sagt, wenn es denn dann geht. Ne? Wir sind jetzt mit einer Freundin in meinem Café und ich gönne mir jetzt auch ein Stück Kuchen und so. Aber tatsächlich ist dieser Drang irgendwie nach, ich will mir jetzt was gönnen, ist einfach nicht mehr so stark da. Essen ist sehr, sehr natürlich für mich geworden. Eher so ein bisschen wie Atmen. Ich atme ja auch, ohne die ganze Zeit drüber nachzudenken, so, wann atme ich, wie soll ich atmen? Also es ist einfach irgendwie natürlich geworden. Ja. Also nehmen wir an, wir würden uns anfreunden, würden ins Kino gehen, würdest du da nicht dein Wasser, dein das mitbringen, sondern einfach cool. Ja, genau. Also ganz natürlich einfach schauen, so, wonach ist mir denn gerade? Ne? Das ganze Thema hat einfach nicht mehr so eine große Präsenz. Und ich glaube, das ist es ja, ne? Wenn die Präsenz abnimmt, dann hat ja auch, was hatte, oder die Frage fand ich auch spannend, für was war denn dann plötzlich Platz in deinem Leben? Da war ja, wenn wir ehrlich sind, bei dem, was du vorher erzählt hast, auch plötzlich
ohne Ende Zeit da, Stunden, Wochen zusammengerechnet, Monate, Jahre. Was hast du mit der ganzen Zeit gemacht? Ja, mich genau mit den Themen beschäftigt, die eigentlich für mich wichtig waren. Ne? Also, wie ich vorhin schon beschrieben habe, ich bin in ganz, ganz viele Themen eingetaucht, in Themen, die mich eigentlich ausmachen, die, um mich selber zu verstehen. Ich habe angefangen zu meditieren, ich habe angefangen, aber auch erst nach der Zeit Yoga zu machen. Ich habe angefangen, wirklich mich mit meiner Seele zu beschäftigen. Da war plötzlich ganz, ganz viel Raum für da, ne? Wo ich mich ja davor mit komplett abgeschottet habe für. Ich muss gerade ein bisschen, sorry, ich muss gerade grinsen, meine kleine Tochter, die ist 5, die hat gestern, in dem Alter bringen die ja solche Sprüche, und wir haben gestern mit Rita über Yoga gesprochen, weil Sport mag ich mittlerweile ganz gerne, aber Yoga, finde ich, kam bisher noch nicht so an mich ran. Und meine 5-jährige Tochter, die haben dann ja, wenn die so kleine, sagt sie, also Papa, bei Yoga bin ich sowas von raus. aber mit 5, ich fand diesen Satz so süß, deshalb musste ich gerade so grinsen. Eine 5-jährige sagt, da bin ich sowas von raus. Jugendsprache, ne? Jugendsprache. Ja, Jugend mit 5 halt, ne? Ja. Kindersprache. Und sag mal, jetzt heute, wenn ich dich jetzt heute so erlebe, wenn dich jetzt jemand fragt, Jackie, was machst du jetzt so? Was ist dein Zweck der Existenz bei dem? Ist es, dass andere die Narben nicht tragen müssen? Also da anzusetzen, wo du mal warst? Oder ist, also wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also ich glaube sehr, sehr stark an einen Seelenplan. Und ich glaube sehr, sehr stark, dass ich mit all dem konfrontiert wurde. Deswegen bin ich auch total dankbar dafür eigentlich, weil dadurch bin ich dahin gekommen, wo ich heute bin. Und ich glaube, deswegen kann ich heute genau da in der Tiefe ansetzen bei den Frauen, die sich mittendrin befinden. Hm. Ja, ich weiß, egal ob du mir jetzt sagst, ich leide unter täglichen Fressanfällen, oder du sagst mir, ich bin gerade in dieser Fitnesswahn, oder ich esse nichts, ich hungere, ich fühle dich. Hm. Und ich glaube, dass das meine Bestimmung einfach ist, warum ich jede Phase im Prinzip auch so lange Zeit durchmachen durfte. Ja, das ist der große Unterschied zwischen Weg kennen und Weg gegangen sein. Ne? Ja. Das ist das, was ich auch am Anfang meinte, wenn wir loslassen, ja, was wir denken sein zu müssen, und einfach mal beginnen, einen Schritt zurückzugehen und zu fühlen, was ist jetzt gerade in mir, was gehört werden möchte, damit baut sich auch Step by Step unser Leben sowieso auf, nach und nach. Kann ich mir nur vorstellen, dass du da auch ein Bombencoach bist, weil natürlich derjenige oder du in deiner jüngeren Version wahrscheinlich oder die Chance wäre, kannst du jetzt verneinen oder bejahen, gegeben gewesen, dass jemand, der in derselben Situation war, der jetzt vielleicht schon zugehört, ne? Ja, auf jeden Fall. Du hast halt damals, also ich hatte gar keinen Anhaltspunkt, ne, weil dieses Thema hat bei mir nicht existiert, weil ich das ja nirgends gehört habe. Ich bin ja nur den Leuten gefolgt, die gesagt haben, so Fitness ist cool und weiter, weiter, weiter. Und das waren meine Vorbilder. Hätte irgendwer mal zwischendrin gesagt, so ist eigentlich nicht so cool, hast du mal da und da drüber nachgedacht? Auf jeden Fall hätte ich da mal hingehört. Und es hätte jemand sein müssen wahrscheinlich, der es entweder selbst gegangen ist oder den du dann oder sie als Vorbild gesehen hättest. Weil sonst hören wir ja wieder nicht zu. Wenn eine Tante Helga sagt, ist man nicht so viel, so wenig Mädchen, und die kommt da so an, dann hörst du ja nicht zu. Das ist ja genau das Problem, ne? Ja, ja, richtig. Also ich war auch immer schon so, dass ich gesagt habe, ich kann irgendwie auch nur Meinungen annehmen von den Leuten, die da sind, wo ich gerne wäre. Und wenn jetzt Tante Helga sagt, so hör mal auf damit, du weißt ja, ach, du hast es doch nie erlebt, und du bist ja auch nicht da, wo ich jetzt irgendwie gerade gerne wäre, wäre es sehr, sehr schwierig für mich damals schon gewesen, das anzunehmen. Gab es einen Moment, wo du dann außerhalb der Blase, die du vorhin beschrieben hast, Vorbilder angenommen hast, die jetzt eben nicht Fitness machen, sondern in irgendwelchen anderen Lebensbereichen ganz, also richtig gut sind? Ja, ich bin ja, nachdem ich sozusagen ausgebrochen bin aus dem Thema, bin ich natürlich in ganz, ganz viele andere Themenbereiche reingegangen. Ne? Und da findest du halt immer Menschen, wo du das Gefühl hast, so, ja, das ist doch eigentlich das, was in mir ist. Und da, wenn ich da ansetze und da zuhöre und das Ganze nochmal vertiefe, da baust du dir halt neue Vorbilder auf.
Und rückblickend jetzt, oder du bist ja selber jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung gelandet, wobei ich das auch nicht so stigmatisieren will, weil es klingt schon wieder so, als wäre irgendwas nicht in Ordnung, weil in meiner Welt ist Persönlichkeitsentwicklung, findet jeden Tag 24 Stunden statt. Kann man auch Seinsentwicklung nennen, ja, also bist halt einfach. Was hat das für eine Rolle gespielt? Du meinst den Umschwung dann in die Ja, Persönlichkeitsentwicklung? ja. Ich muss sagen, ich bin, ja, ich würde es auch nicht sagen, dass es so ein Wechsel dann war, sondern es war eher ein, ich erfahre mich. Also ich bin tatsächlich nicht da reingerutscht, dass ich gesagt habe, ich konsumiere jetzt einfach und mache einen Kurs nach dem anderen oder lese oder sonst was, sondern es war mehr ein, ich fühle in mich hinein und dann nehme ich mir sozusagen nochmal die Hilfsmittel dazu, die mir helfen, mich selber zu erkennen. Okay, und da bist du Und dann auf weitere Menschen gestoßen, die das wahrscheinlich dann genau in dem Bereich getan haben, ne? ja, ich muss sagen, deswegen nenne ich es auch gern so einen kleinen Erleuchtungsmoment eigentlich, weil es hat damals, es war nicht so ein Klick und dann, oh Gott, aber was tue ich jetzt? Sondern ich habe dadurch, ich war plötzlich sehr, sehr stark auch irgendwie verbunden. Und ich habe damals irgendwie angefangen auch zu vertrauen, wo auch immer das herkam. Aber ich habe angefangen zu vertrauen und ich habe auch nie gesucht. Das heißt, ich habe da verstanden, das, was zu mir soll, das kommt zu mir. Und ich habe nicht gegoogelt, so welches Buch hilft mir da, sondern ich habe angefangen, auf Zeichen zu achten und habe geguckt, okay, das ist jetzt, glaube ich, das ist jetzt so präsent und prägnant und es kommt mir irgendwie immer wieder. Das ist wohl ein Buch, was ich lesen sollte. Und so Das hat heißt, übersetzt, du erlaubst dir heute auch einfach mal nur zu sein, weil damals hast es dir ja nicht erlaubt, da wärst du ja rennen gegangen oder essen oder nicht essen. ja, absolut. Also ich habe eigentlich die Kontrolle und die Suche generell losgelassen. Und ich höre jetzt heute eigentlich eher zu. Achte auf Zeichen, höre, was das Leben gerade sagt. Und so baut sich heute eigentlich mein Leben auf. Ja, und Und wenn jetzt die Tante Helga kommt und sagt, Mädchen, was machst du jetzt? Wie erklärst du das? Du hast ja jetzt keinen Beruf, bist ja nicht, also du hast schon einen Beruf, aber für die Tante Helga schwer in Worte zu fassen, oder? ja, also für meine Familie, die kennen mich ja mittlerweile so, auch das Umfeld, was ich heute aufgebaut habe, kennt mich so. Ja. Aber wenn du mich fragst, so, hey Jackie, was machst du denn in 5 Jahren? Dann sage ich so, mal gucken, was mir das Leben halt gibt. Ne? Also klar, man hat so ein paar Punkte im Kopf. Ich fände es super schön, mal irgendwann, also ich mache jetzt gerade auch nochmal zusätzlich ein Fernstudium, was übrigens auch zu mir kam als Psychotherapeutin, weil ich wirklich gerne auch irgendwann vielleicht sogar was aufbauen würde, was so ein bisschen der Klinik entgegengeht, sondern etwas, was viel mehr mit wirklich Heilung und Spiritualität zu tun hat. Aber sei mal dahingestellt. Na, also ich denke, wenn das zu mir gehört, dann wird sich das ergeben. Auf den Bereich bin ich übrigens noch nicht eingegangen. Gab es irgendwann dann Psychiater, Medizin, die auch mit drum geholfen haben? Gab es die Phase? Ich habe mal ganz, ganz kurzfristig eine Therapie angefangen. Für mich hat es sich super falsch irgendwie angefühlt, weil das tatsächlich auch eine Person war, die es selber nicht erlebt hat. Ne? Und ich habe mich sehr unverstanden einfach gefühlt und ja, habe da auch schon auf mein Gefühl gehört und habe gesagt, das ist irgendwie nicht das Richtige. Und eigentlich werde ich wissen, was das Richtige für mich ist, wenn ich anfange, einfach zuzuhören. Und für diejenigen, die jetzt sagen, ich würde gerne mehr von Jackie erfahren, möchte mich in irgendeiner Form mit ihr verbinden, wie können Frauen das mit dir machen? Also was hast du da im Angebot? Ja, also ich habe unter anderem einen Kurs aufgebaut. Also das ist eigentlich so mein Baby. Das ist Soul Food. Und da gehe ich wirklich mit Cleverer den. Begriff übrigens in der Branche. Bei deiner Geschichte, das kam einfach so, der Begriff. Wie auch da, ne? Irgendwie. Nice, Ja. nice. Ja, und da arbeite ich wirklich sehr, sehr tief mit den Frauen. Also wir arbeiten auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ne? Also die tiefe seelische, emotionale Ebene, der Ursprung, wie ist das ganze Thema aufgebaut, wie ist das Fundament eigentlich auch Selbsthass, wie sind wir überhaupt dahin gekommen? Wir arbeiten viel mit dem inneren Kind, wir schauen viel unsere Seelenanteile an, unsere Schutzprogramme. Also es ist viel, viel mehr als jetzt
eine Essensthematik. Ne? Da gehen wir natürlich, binden wir das ganze Thema auch mit ein und den Kampf, aber es ist ein sehr, sehr tiefes Kennenlernen auch und eigentlich einen neuen, ganz neuen Weg einschlagen. Und ja, das ist momentan so mein Hauptbaby, sage ich mal. Wo kriege ich das Baby her? Also ich folge dir bei Insta und dann sehe ich das da oder wie komme ich da hin? Genau, oder einfach auf www.jackie-freitag.de, dann unter Kurse und Soul Food. Dazu sagen, für die, die es hören, ne? Bitte? Jackie mit IE, weil sonst geben die Leute mit Y ein, jackie-freitag.de. Genau. Und da einfach unter Kurse, dann unter Soul Food und dann kann man sich da ganz normal bewerben. Also ganz kurz die Geschichte schreiben. Mir ist immer ganz wichtig, dass es wirklich ja, Frauen sind, wo ich weiß, okay, da setze ich genau an dem Punkt an. Ich kann dir helfen mit meiner Arbeit, mit meinem Kurs. Deswegen gibt es ja so einen kleinen Call nochmal davor. Und ja, da steige ich dann mit den Frauen, gehe ich einmal in die Tiefe rein. Und baue Neues auf. Bemerkenswerte junge Frau, bemerkenswerte Geschichte und du bist echt radikal ehrlich. Also das No Sugarcoating, ne? Es gibt ja viele, die dann so Feenstaub über eine Geschichte legen, aber geht halt auch nicht immer, ne? Danke dafür. Will ich auch gar nicht mehr, ne? Weil ich mir denke so, lasst uns mal unsere Masken fallen lassen. Lasst uns doch mal wieder wir sein. Und da ist doch, ja, was gibt es denn Besseres und was kann besser sein, als wir zu sein und unsere Wahrheit zu leben? Das sagte Tobi auch immer und die Tante Helga wahrscheinlich eines Tages auch, wenn sie mal aufs Leben guckt, da sagt sie, naja, hätte ich mal, ne? Deshalb bin ich froh, dass du angefangen hast, damals in den Spiegel des Lebens zu schauen und nicht nur in den Spiegel des Körpers. Also da bist du mit Sicherheit für ganz, ganz viele Frauen. Aber, und das möchte ich nochmal dazu sagen, auch für Männer, weil es ist nicht ein reines Frauenthema, ein ganz, ganz großes Vorbild. Deshalb vielen, vielen Dank für diese Stunde mit dir und danke, dass du dir hier für die bewohnerfreie Community die Zeit genommen hast. Ja, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Auch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Mm-hmm.